Hi, ich bin's wieder, Chris, und willkommen jetzt zur siebten Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, und in diesem Video soll es mal um die Social Media Links in eurem Twitch-Profil gehen. Und zwar, wenn wir in Twitch auf unserem Profil drauf sind und dann hier auf Info gehen, dann sehen wir einmal hier unsere Social Media Links und dann noch einmal hier oben direkt. Ja, und ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, die Social Media Links zu nutzen, weil so könnt ihr halt direkt. Also finden euch halt direkt eure Zuschauer auch bei Twitter, Instagram, euren YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal bietet sich vor allem auch super an, wenn man Twitch-Streamer ist, um da zum Beispiel seine Stream-Highlights hochzuladen. So machen sie auch die größten Streamer wie Montana Black, Trimax und viele andere. Und dazu werde ich auch später auch nochmal ein extra Video machen. Und ja, ich habe hier persönlich meinen Twitter-Kanal, Twitter-Profil, Instagram-Profil, YouTube-Kanal und dann noch wegen GTA 5, wegen dem Videospiel. Hier in Rockstar Games Social Club, der halt dazugehört. Ja, ansonsten könnt ihr hier natürlich auch eure Website zum Beispiel verlinken, wenn ihr eine habt. Oder halt alle möglichen anderen Seiten. Wir können auch mal kurz gucken, wie Montana Black, der aktuell größte deutsche Streamer, das macht. Der hat hier auch die Social Media Links, der hat die Chance natürlich auch ganz klar genutzt. Die Möglichkeit hier hat seinen Twitter-Kanal, sein Instagram-Profil, TikTok, genau, TikTok könnt ihr zum Beispiel natürlich auch verlinken, wenn ihr das habt. Dann einmal sogar zwei YouTube-Kanäle, einmal seinen Gaming-Kanal und einmal seinen. Ja, Real-Life-Kanal. Dann Trimax hat das natürlich auch. Der hat ja auch seine beiden YouTube-Kanäle, Instagram-Profil, auch TikTok, auch Twitter, also quasi genauso wie bei Monte. Und Yankee91, auch ein relativ großer Streamer, den ich jetzt schon lange und gerne auch gucke. Und der hat hier ebenfalls auch Instagram, Twitter, YouTube, so die Standard-Social-Media-Links hier, Social-Media-Kanäle. Und sein Discord-Channel hat er auch noch. Sowas natürlich auch cool, wenn man öfter mal mit der Community, mit Zuschauern zusammenspielt und tut sich dann über Discord unterhalten, dann ist es natürlich auch ganz praktisch hier. Ja, wie könnt ihr die Social Media Links ja, festlegen oder einstellen oder verändern eben? Da könnt ihr hier einfach, entweder geht auf euer Profilbild und dann auf Einstellung, aber die einfachste Möglichkeit ist, finde ich, wenn ihr hier direkt in eurem Profil hier auf Info geht und dann hier auf Info und Links bearbeiten. So, dann kommen wir dann jetzt hier in unser Creator Dashboard. Bei Einstellungen auf Kanal kommen wir direkt hier hin. Sind wir jetzt hier bei Info, scrollen hier ein bisschen runter und hier haben wir dann unsere ganzen Social Media Links. Und da können wir eben oben eintragen, ja, was für eine Überschrift drüber stehen soll. Das ist dann halt hier der Text, der hier steht. Genau. Und darunter dann halt den Link zu unserem, ja, Instagram-Profil zum Beispiel. Und darüber habe ich ja den Text, die Überschrift Insta geschrieben, dass es jeder weiß, das ist der Link zu meinem Instagram-Profil. Ja, genau, dann kann man das hier am Ende speichern oder hier kann man auch welche rauslöschen. Genau, und dann ist es das auch schon. Dann war es das schon zu den Social Media Links. Kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens ans Herz legen, die zu nutzen für eure anderen Social Media Kanäle. Genau. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr die Social Media Links bei Twitch schon nutzt für euren Twitch-Stream, für euren Twitch-Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder hoffentlich. Also bis dann, ciao, ciao, euer Chris.